Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal Sarah Faris Schrimps. Ich bin heute wieder on Tour und zwar bin ich bei Meerwasser Böttcher. Hinter mir die blaue Lagune und da möchte ich euch mitnehmen, denn ich habe vor, mir ein paar Korallen zu kaufen und mich ein bisschen von Johnny beraten zu lassen. Da hätte ich dich gern dabei. Viel Spaß mit dem Video. Johnny, wo bist du? Aha, der Herr Böttcher. Ja, hallo. Wir mal wieder da. Ja, wir sind wieder da. Ich gebe dir mal direkt den Ton, damit man dich auch versteht. Ja, warte eine Minute. Ganz kurz. Da war er wieder weg. Ich war gerade dran, Rechnung zu überweisen. Rechnung überweisen? Ja, das mache ich nicht gerne, aber hin und wieder muss das sein. Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König. Ja, womit kann ich euch dienen? Ja, du kennst ja mein Becken. Wenn nicht jemand, dann du. Ja, kennst ja. Das, glaube ich, sehr gut, das Becken. Ja. Ich habe ein bisschen Platz in meinem Becken für Korallen. Und ich komme heute, um vielleicht die ein oder andere von dir mitzunehmen. Ja. Und vielleicht kannst du mich ja auch ein bisschen beraten, was sich da so gut machen würde in den bestimmten Bereichen. Ich habe da rechts in der Ecke, quasi unter deiner Riffkeramik, die so eine schöne Herzform hat, da habe ich so einen Bereich Platz. Da könnte was Größeres hin. Ja, da hatten wir ja beim Aufbau schon drüber gesprochen. Ich würde da zum Beispiel an der Stelle eine schöne große oder eine schöne Lederkoralle hinstellen. Mhm. Ich würde sowieso ein paar schöne Weichkorallen reinstellen im hinteren Bereich, weil die Weichkorallen natürlich gut wachsen. Ja. Ne, also der Platz am Herz, da kann die Lederkoralle eine ganze Zeit stehen, bis die mal zu groß ist. Hört sich gut an. Ja. So, und ich würde vorschlagen, wir haben eine sehr schöne, die ich sowieso schon wieder rausholen wollte aus dem Schaubecken. Aus dem Schaubecken? Ja, ja, da mache ich eine Ausnahme bei dir. Ah, okay, ja sehr gerne. Ja. Dann lass uns doch mal gucken gehen. Hier, die muss ich sowieso verstellen, weil die Gladiella jetzt an die dran kommt und da an der Seite ein bisschen vernesselt. Aber das ist ja nun ein schönes Tier, was man wirklich da hinstellen kann. Ist natürlich auch von der Farbe her ein cooler Eyecatcher in dem Herzchen dann da unten. Ne? Ja, vor allen Dingen ist das eine Lederkoralle, die keinen wahnsinnig langen Stiel bekommt. Ne? Lederkorallen sind ja sehr unterschiedlich. Manche flachwachsende, wie die da, manche, die nur einen kurzen Stamm haben. Aber es gibt eben auch etliche, die wirklich im Wachstum auch einen langen Stiel bekommen. Mir selber gefallen die nicht so. Aber das ist zum Beispiel eine sehr schöne, die ich dir empfehlen würde. Ja, ich habe ja so eine riesige Pilzleder mal gehabt in meinem alten Becknas. Die hatte auch einen sehr langen Stiel. Das ist halt ein großer, langer Stängel, ne? Ja. Und von daher, die, muss ich sagen, hast du direkt so das was getroffen, was mir auch gefällt. Ja, weil die muss, ich habe sehr viele Lederkorallen, aber ich bestelle die wirklich immer in Esk, sehr klein. Mhm. Weil sie ja eben auch wachsen. Und darum, wenn wir uns Lederkorallen in Schaubecken stellen, müssen wir immer sehen, dass wir die nach 6 Monaten, bevor sie zu groß werden, eine schon wieder verkaufen. Darum sage ich, okay Sarah, kriegst du mal eine Lederkoralle aus dem Schaubecken. Ne? Gut. Ja, dann sind wir ja eigentlich tatsächlich schon schnell fündig geworden. Dann haben wir das schon mal abgehakt auf unserer Liste. Schatz, eine schöne Pilzleder für die Ecke. Ja, und wenn dir das gefällt, die braucht nicht aus dem Schaubecken zu sein. Ich würde, weil sie relativ hell ist, die ist ja richtig schön weiß. Ich würde auch da so eine Liter Futtern reintun. Wächst gut, hat einen guten Verbrauch auch. Und ich finde, rein optisch ist das für mich einer der schönsten Weichkorallen. Ja, ich sag da immer Kenia-Bäumchen. Ja, das ist aber ein Unterschied. Kenia-Bäumchen nesseln ja wie Hund. Und die werfen immer ihre Spitzen ab und die hast du überall. Ach so. Ich verkaufe eigentlich nicht bewusst Kenia-Bäumchen den Kunden. Ach so. Ich rate denen immer ab davon, weil ich weiß, wie der Becken nach einem Jahr aussieht. Dann hast du die nämlich überall und die nesseln sehr stark. Auch die Leute denken immer, oh, Weichkorallen nesseln. Weil auch Weichkorallen nesseln, das sieht man bei der Lederkoralle jetzt am besten wieder. Okay. Ne?
durch die Strömung wird die nach rechts gedrückt, kommt an die Lederkorallen ran und schon ist sie da hinten zu. Ne? Dann würde ich sagen, retten wir die da gleich mal. Dann rettest du die und nimmst die mit. Nehme ich die schon mal mit. Ja, und dann habe ich ja noch so ein bisschen Platz, also bei meinen Euphilien so, da könnte man vielleicht noch das eine oder andere hinsetzen. Da könnten wir vielleicht ja gleich auch noch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu sagen darf. Also Euphilien hast du ja schon einige von uns mitgenommen. Ja. Da weiß ich gar nicht, ob ich noch Arten finde, die du noch nicht hast. What? Okay, dann gucken wir mal da. Also die nehme ich auf jeden Fall schon mal. So, und auf der anderen Seite, das sind die ganzen Froschleisch-Korallen. Da, es gibt hin und wieder mal eine mit einem anderen Punkt. Der Netschert hier, mein Mitarbeiter, hat mir gerade 3 Steine wieder gemacht, die wir dann auch mitnehmen wollen zur Messe, mit den verschiedenen Clarensens, Ancora, und das sind die Paradivisa. So, das Problem ist, so ein Stein, da sind teilweise 50, 60 Köpfe drauf, wird nicht viele geben, die mir 2.000 Euro für einen Stein bezahlen. Ne? Gibt es wenige? Gibt es bestimmt welche? Ja, das werden wir auf der Messe sehen, wenn wir da sind, weil die kommen dann in die Showtanks rein. Ja, vielleicht ganz kurz, wo wir gerade dabei sind. Um welche Messe geht es für meine Zuschauer? Vielleicht kannst du das schon mal erzählen. Wann und wo? Das ist toll. Du sprichst ja jetzt hier mit dem Chef. Ja. Ich sage immer, der Chef hat die wenigste Ahnung. ich kann dir sagen, das ist eine Messe in Holland. Die ist jetzt Mitte November. Und wahrscheinlich kennt ihr die besser, wie heißt die? Die Vivarium. Ja, genau. So, da fahren wir hin. Ich kann ja noch gar nicht mal genaue Datum sagen, Mitte November irgendwas. Ich habe ja vorhin hier von deinem Mitarbeiter einen Zettel bekommen, Vivarium. Die ist nämlich vom 23. bis 24. November. Ja. Unbedingt vorbeikommen. Da gibt es nämlich einen riesigen Stand von Aqua Perfect. Ja. So, und da wollen wir mal zeigen, was wir so haben. Ich denke, ein Kommen lohnt sich immer. Ja, da gibt es ja auch immer ein paar Messerabatte. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ja, gut. So, jetzt gehen wir erstmal deine Korallen suchen. Genau. Nur weil ich gerade gesagt habe, sind überwiegend, wenn du das siehst, sind die natürlich grün. Ne? So, da ist mal einer, der ist leuchtend grün, aber... Ne? Ja. So, und wenn mal ein paar sind mit einer Spitze, oder sind die eigentlich immer relativ zügig weg? Schatzi will doch lieber Glabrescens. Wir würden uns auch für was Grünes interessieren, nicht wahr? Ja, vielleicht einfach ein paar einfache. Ja, so einfache, die man so dazwischen stellen kann, um ein bisschen aufzustocken. Alleine, wenn man den Ausschnitt sieht, grün. Grün ist nicht grün. Ja, gibt's. Wenn man so hier den Bereich sieht, das sind alleine 8 verschiedene Grüntöne. Mhm. Ne, da muss man immer schauen. Vor allen Dingen dann gut wissen, was habe ich denn zu Hause? Habe ich schon eine grüne mit rosa Tipps? Dann will man vielleicht eine andere haben. Ne? Und auch hier, wenn du so guckst, sieht das rosa aus. Ich sehe gerade, die sind natürlich vom Kopf her wesentlich kräftiger nochmal. Ne? Ja. Und da ist es immer, das sage ich immer auch meinen Kunden, ich weiß nicht, bei jedem einzelnen Kunden, was hat er jetzt für eine einzelne zu Hause? Da muss man selber zu Hause gucken und sagen, das würde mir noch gefallen. Von der Farbe her muss ich ganz ehrlich sagen, die mir gut gefallen, außer die goldenen jetzt, ist zum Beispiel so eine hellgrüne, ne? So eine richtig leuchtend grüne. Richtig hellgrün. Mit Punkten, ich auch schön. Ohne Punkte, ne? Die gibt es noch mit. Mit Blau finde ich auch schön. Ne? So, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, dass du bei mir auf jeden Fall ja meistens die hochwertigen gekauft hast und so was alles. Ich weiß nicht, welche du jetzt alle drin hast. Ja. Ne? Aber da schauen wir gleich in aller Ruhe mal rein. Genau. Ne? So. Vom Weichkorallen, jetzt gehen wir mal in den nächsten Becken hin. Ich würde jetzt auch nicht so viele Korallen, die groß werden, wie eine Lederkoralle, Sinularia. Ne, eine von diesen großen Pilzen. Lithophyton und sowas alles. Aber das, hier kommen wir da hinten, den kann er ja gleich mal filmen. Das ist natürlich schon selten, dass man eine Sinularia in diesem kräftigen, leuchtenden Grün bekommt. Ne? Ja, so. Ist auch schön. Aber das sind alles Korallen, die musst du dann im Hintergrund praktisch tun, wo sie gut Strömung kriegen, damit sie Platz haben zum Wachsen. Und die dürfen dann auch bis zur Wasseroberfläche wachsen. Die dürfen nur nicht die anderen Korallen abdecken. Ne? Und deswegen sage ich, gerade dein Becken kenne ich ja gut, mach sie im Hintergrund, dass sie da einfach hochwachsen können. Ne? Also würdest du eher 2 Stück da empfehlen?
Ich würde zwei anhalten. Das Becken ist 2,20 Meter. Ja, das ist keine kleine Pfütze. Nee, also das stimmt wohl. Platz solltest du dafür alle Male haben. Ne? Okay. Und, aber auch wieder, ich habe gerade noch ein Gespräch mit einem Kunden geführt. Ich habe meine Vorstellungen. Meine Vorstellungen müssen aber nicht deine Vorstellungen sein. Du guckst in dein Becken und das muss dir gefallen und nicht mir. Ja? Wenn du sagst, oh, eine große reicht mir, ich will lieber mit SPS weiterarbeiten, vielleicht auch mal SPS, dann, ja, dann kann ich dir sagen, was wir haben und dann suchst du rein. Bei dir weiß ich ja, wasserwertemäßig ist ja alles in Ordnung, braucht man keine Bedenken zu haben. So, aber ich finde immer zwei, drei Weichkorallen, die ein bisschen hervorstehen, die auch was größer sind, finde ich persönlich nicht schlecht. Darum ist das Schaubecken ja so. Ja, ja. Ne, das Schaubecken ist so ein bisschen, wie ich immer sage, mein Becken. Ne? Ja, ja. Sieht klasse aus. Ja. Es gibt so viele Korallen mit Farben und so was alles. Ja. Wir haben gerade wieder Australien bekommen, finde ich schön, Lobophyllias. Ich bin ein Freund von denen. Lobos finde ich auch Lobos und Phyllias, finde ich schön. Habe ich auch ein paar schon da. Das sind natürlich jetzt wieder richtig große Tiere auch. Ne? Ja, das sind große Tiere. Ja. Also wir versuchen das eine ganze Zeit lang erstmal zu verkaufen. So. Und wenn der Netschert ist ja bei uns der Mann der Säge, sage ich jetzt mal, dann machen wir manchmal, wenn Korallen auseinanderzuschneiden sind, machen wir sie auch kleiner, um sie dann günstiger zu verkaufen. Wobei, ich habe nun mal ein großes Becken, ich habe viele Kunden in großen Becken und ich finde es immer schade, eine Koralle, die schön gewachsen ist, auseinanderzuschneiden. Ja. So, darum ist das immer so das Problem bei mir. Ja, ne? Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, waren die schönen Schwabbeligen da in der Ecke. Würdest du mir die empfehlen? Also die sehen man muss immer sagen, es gibt Korallen, da haben die Kunden manchmal Schwierigkeiten. Okay. Da zählen Catalaphyllias, wenn sie mal da sind, da zählen auch die Hellofungias. Aber du siehst, wie sie hier stehen, wir haben keine Schwierigkeiten damit. Hellofungia heißt die? Die heißt Hellofungia. Die meisten, die nicht so ganz bewandert sind, denken immer, das wären Anemonen. Ja, ja nein, das ist aber eine LPS, die wandert zwar ganz leicht im Becken, aber wirklich ganz leicht. Ne? Und okay. Man kann die jederzeit auch wieder ein bisschen nach vorne ziehen oder sowas. Es sind schöne Korallen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun haben. Wir tun ja alle Korallen, spielt überhaupt keine Rolle. 14 Tage in Quarantäne halten, dippen die und machen alles. Also wir haben keine Schwierigkeiten damit. Okay. Also das wäre jetzt nicht eine Koralle, wo ich jetzt sage, die 100% sage, die überlebt das. Kaufst du eine schöne Lobophyllia, da würde ich dir schon Garantie drauf geben, dass da nichts drauf passiert. Bei einer Hellefungia, da muss man, da spielen so viele Faktoren auch von den Wasserwerten eine Rolle. Ah. Das ist immer schwierig zu sagen. Ist aber eine gern gekaufte Koralle. Gern gekauft, aber würdest du mir jetzt erstmal noch nee, abraten? Weil man darf ja nicht vergessen, so lange steht dein Becken auch nicht. Auch wenn wir viel daran getan haben, möglichst nicht so viel Neues da reinzubringen, sondern dein altes Gestein, genau. Eingefahrenes Wasser und. Das Becken steht ja auch gut und das machst du ja vom ersten Tag, du beobachtest deine Wasserwerte und siehst du, dass da immer das ordentliche Level ist. Da ich von Wasserwerten ist dein Becken ja in Ordnung, super. Und da habe ich auch keine Bedenken, um was reinzusetzen. Ja, ne? Gut, okay. So, dann habe ich auch euch beide noch einen kleinen Attentat. Bitte. Du hast vor, dir auch mal die ein oder andere Akropora ins Becken zu setzen, mal zu gucken, wie das läuft. Vielleicht kann uns der Johnny da helfen. Ja. Oh, Akropora. Ich habe gerade Akroporas aus Australien bekommen. Ja. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, die kannst du dir angucken, dann sagst du, ja, die will ich haben. Akropora ist die einzige Gattung, die ich nicht in ein Becken reintun würde, was 2-3 Monate steht, sondern die würde ich wirklich mindestens 6 Monate im Becken erstmal laufen lassen, dass er wirklich stabil steht. Australien, da kostet eine Akropora schnell mal 300 Euro. Wenn überhaupt. So mache ich es auf jeden Fall. Ich sage dem Kunden, nimm einen Ableger für 1929 Euro, stell den mal irgendwann rein und guck erstmal, was der macht. Ja, weil die Akropora, ganz ehrlich, die weiß nicht, ob sie 20 Euro oder 300 gekostet hat. Wenn was nicht stimmt, die geht kaputt. Ja, Also gerade zwar gesagt, bei dir kein Bedenken, da wusste ich aber nicht, dass du auf SPS jetzt eine Frage stellst. Die würde ich erstmal noch nicht nehmen. Ja, eigentlich stehen wir auch mehr auf das Schwabbelige, ne, auf die LPS-Arten. Ja. Aber wir haben gedacht, oben auf der Keramik von dir, da so eine schöne Reihe irgendwann mal zu machen. Aber wenn du sagst, damit würde ich auf jeden Fall warten. Das,
Ich habe nicht gesagt, du sollst keine SPS mal reintun. Du sollst jetzt noch keine reinstellen. Genau, warten, deswegen sage ich ja. Ne? Im Schaubecken habe ich ja vor einem halben Jahr, wegen einem anderen Grund, können die Lampen das und so was alles, habe ich ja extra 4 Stück reingesetzt. Und wenn man sieht, was die alleine in den paar Monaten gewachsen sind, welche Farbe die entwickeln, also da kann man nicht sagen, das geht nicht. Natürlich geht das. Aber SPS, das weiß wohl jeder, das ist nun von den Wasserqualitäten die anspruchsvollste Koralle. Ja. Und da muss man sicher sein, dass auch alles stimmt. Ansonsten, ne, dafür sind sie zu teuer, um sie zu himmeln. Ja, nee, darauf können wir auch dann verzichten. Ja, Johnny, dann erstmal vielen Dank für die Beratung. Wir gehen jetzt ja zusammen dann nochmal einmal shoppen und meinen Zuschauern zeige ich dann zu Hause, was ich mitgenommen habe. Ja, eine kleine Überraschung dann. Genau, bis dahin sind wir hier erstmal raus. Vielen Dank, Johnny. Ja, danke. Ne? Ja. Ah, nee, ich wollte schon Tschüss sagen, noch bis hier ein bisschen hier. Genau, wir packen noch ein und dann sind wir aber weg. Ne? Alles klar. Ciao. Ciao. A few moments later. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und als erstes werden die Tiere versorgt. Wir haben nämlich einen Fisch noch mitgenommen und zwar ein Chelmon rostratus. Und den setzen wir jetzt als erstes ein. Zack, da ist er schon drin. Und ansonsten haben wir noch ein paar Korallen mitgenommen. Da wäre zum einen die Pilzlederkoralle aus dem Schaubecken von Johnny. Ich werde die jetzt gleich erstmal nur ganz flottituti hier reinstellen und dann ganz in Ruhe mir einen Ort überlegen, wo die hinkommen werden. Ja, die ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner geworden. Oh. Dann haben Schatzi und ich noch den Rat von Johnny befolgt und eine Lobophilia mitgenommen. Da lassen wir mal den Deckel zu, das sieht man nämlich dann auch so ganz gut. Ja, im Becken zeige ich die gleich auch noch mal. Ist ein schönes, großes Tier. Bin fast schon ein bisschen zu klein dafür. Dann ist noch hier reingewandert eine schöne Euphilia. Noch eine schöne Euphilia und eine besonders farbige Alveopora. Da brauche ich aber jetzt gleich eine Leiter, um die ins Becken zu kriegen. Und dann werde ich die auch schon direkt an Ort und Stelle verkleben. Und dann seht ihr gleich noch mal ein paar Aufnahmen von den Tieren in den Becken. Viel Spaß!